Jörg, stell dich doch mal kurz vor. Ja, Hallöchen, ich bin der Jörg, ich komme aus Essen, bin Streetfotograf, betreibe die Streetfotografie ungefähr seit 4-5 Jahren. Ja, und freue mich, bei dir im Interview zu sein. Bekannt. Du brauchst dich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Uwe, sag mal was. Ja, ich bin der Uwe, hallo. Mitbegründer des Co-Kollektivs zusammen mit dem Odo. Mache überwiegend Streetfotografie und wir haben heute unseren ersten Fotowalk hier in Essen. Holger, ich dachte, du wärst Landschaftsfotograf. Ich war schon oft in deinen Seminaren. Stell dich mal vor, was machst du über Street? Hallo Gustav. Ja, ich bin der Holger und komme aus Dienstlaken, mache hauptsächlich Landschaftsfotografie, aber seit anderthalb Jahren auch Streetfotografie. Okay, und über diese Genre habe ich dann den Uwe und auch den Jörg kennengelernt. Alles klar. Tag zusammen, ich bin Gustav Sommer. Foto Gustav heißt mein Kanal. Heute bin ich Gast beim Ruhr-Kollektiv. Ich bin schon den ganzen Tag hier. Da heißt es erstmal Danke sagen. Danke an das Ruhr-Kollektiv, dass ich beim Streetwalk mit dabei sein durfte. War affengeil, hat richtig Spaß gemacht. Und danke, dass ihr bereit seid, mir ein Interview zu geben. Ich dachte, keine große Sache, kein großes Interview. Ein paar Sachen. Seit wann gibt es das Ruhr-Kollektiv eigentlich? Willst du anfangen? Ja, kann ich machen. Das Ruhr-Kollektiv hat sich gegründet Mitte letzten Jahres, also Mitte 2023. Das ist ja eine richtige Welle. Ne? Früher habe ich nur 2-3 Kollektive gekannt, Nürnberg, Hamburg, Hannover. Und jetzt gibt es plötzlich Düsseldorf, das Ruhr-Kollektiv und so weiter. Woraus resultiert das? Was meint ihr? Ich glaube, das Thema Streetfotografie haben viele gemacht, haben es aber gar nicht so definiert als Streetfotografie. Und irgendwann ist es immer mehr in den Mittelpunkt gerückt. Ja, mittlerweile machen es viele und es gründen sich Kollektive, was uns alle, glaube ich, freut. Die Frage ist ja auch eher, warum gab es das nicht schon vorher? Ja. Das Ruhrgebiet ist so riesengroß und es gibt so viele gute Fotografen hier, da ist die Frage, warum gibt es das nicht? Du ergänzt dich ja auch, wenn du was zusammen machst. Ne? Also wir haben das ja bei unserem ersten Walk, den wir gemeinsam hatten, wann war das im Januar? Genau. Da haben wir halt, das waren wir zu dritt unterwegs und das Schöne ist halt, du bist halt permanent irgendwo im Gespräch, achtest aber auch gemeinschaftlich auf Dinge, wo du vielleicht alleine gar nicht drauf achtest. Ne? Also der eine achtet da drauf, der andere auf die Szene. Und so kann man sich auch im Kollektiv dann schön ergänzen. Ja, das stimmt, habe ich heute auch gemerkt. Wie viel seid ihr eigentlich? Ja, wir sind 5. Eine, ja. Aktuell 5 und einer ist noch in Warteschleife, den werden wir nächste Woche noch rekrutieren. Und dann haben wir bei uns entschieden, dann wollen wir erstmal so bleiben. Weil uns geht es nicht um Wachstum, sondern wir wollen ein kleiner Kreis sein. Und ja, mit 6 Leuten sind wir gut aufgestellt. Ja. Ja, und was steht so bei euch auf dem Programm? Was macht ihr? Ja, wir haben jetzt erstmal unseren ersten Fotowalk heute, der so ein bisschen öffentlich ist. Den haben wir auch über unsere Webseite angekündigt. Und wir planen also einen Walk, einen gemeinschaftlichen Walk hier im Ruhrgebiet. Das kann vielleicht nächstes Mal Duisburg oder Bochum sein. Das ist einmal im Quartal anbieten. Als interessierter Streetfotograf, Lisi Müller, wie erfahre ich davon? Über unsere Webseite und über Instagram. Wie heißt dann eure Webseite? Das ist ruhrkollektiv.net. Okay, also, blende ich unten ein, Leute. Ja, gerne. Und wie sind eure Accounts? Vielleicht deine mal zuerst? Ja, bei mir ist ganz einfach Ruhrfeld und dann Fotografie, aber du findest mich halt übers Ruhrkollektiv. Ne? Er hat eingeblendet. Ja. Holger, wie ist dein Street-Fotografen-Account? Bei Instagram ist es jetzt Holger on the Street. Kannst du ja auch unten mit einblenden. Aber hauptsächlich präsentieren wir uns natürlich über Ruhr-Collect. Ja. Der Vollständigkeit halber frage ich natürlich auch noch den Uwe. Uwe, wie ist dein Account hier im Streetbereich? Mein Name ist Uwe.Rosig.
Uwe.Rosig. Okay, wunderbar. Ihr habt davon erzählt, dass ihr einen pro Monat plant. Das finde ich einen enormen Preis. Pro Quartal. Pro Quartal. Pro Quartal plant. Das finde ich trotzdem beachtenswert und enorm. Hat mich sehr gefreut heute. Man bereichert sich, man ergänzt sich, man vernetzt sich. Das ist eine großartige Idee. Was macht ihr denn intern? Ja, intern haben wir natürlich auch unsere eigenen Projekte. Ja, wir planen zum Beispiel, ich glaube, wann ist das? Im März sind wir in Hannover, ne? In Hannover, bei dem Hannover-Kollektiv. Die bieten dort einen Walk an oder wir wollen halt auch mal ins Ausland fahren. Wie war das nochmal? Maastricht ist ein Thema im April, glaube ich. Ne? Amsterdam war, glaube ich, auch. Amsterdam. Genau. Wenn es klappt, vielleicht auch London. Also das sind halt solche Themen, die wir im Kollektiv dann machen möchten. Aber das ist jetzt halt mehr dann intern und nicht... Seid ihr eine reine Männertruppe oder gibt es auch Frauen, Fotografinnen bei euch? Es gibt eine gute Seele, das ist die Karin. Die Karin, ja. Ja. Okay. Wie geht's heute weiter? Was haben wir heute Morgen schon alles gemacht? Vielleicht könnt ihr das nochmal erläutern. Ja, wir haben uns drei Gruppen zusammengesetzt und Rüttenscheid, was am Samstag sehr frequentiert ist aufgrund des Marktes, was ein Hauptpunkt ist, haben uns aufgeteilt und drei Gruppen in drei verschiedene Richtungen und haben uns dann letztendlich jetzt hier zum Mittagessen getroffen und haben aber vorher alle den Markt irgendwo, glaube ich, besucht auch. Und welche Punkte haben wir noch besucht heute Morgen? Ja, wir haben ja, wie gesagt, der Uwe hat ja gerade gesagt, den Markt. Dann waren wir das Volkfangmuseum, was eigentlich wirklich eine tolle Location ist, um auch vielleicht mal einzelne Personen herauszuarbeiten. Gerade die Kontraste durch das helle Gebäude ist natürlich sehr, sehr schön. Dann hatten wir auch, und das haben wir den Teilnehmern vorab mitgegeben, die haben von uns eine E-Mail bekommen, so Beispiele, ne? Was kann ich überhaupt fotografieren? Und wir haben festgestellt, wir haben also wirklich einige dabei, die noch nie in ihrem Leben Streetfotografie gemacht haben. Und da waren, glaube ich, die Hilfeanweisungen, die wir gegeben haben, ganz gut. Das waren so Themen wie beispielsweise Spiegelung oder mobil unterwegs in Rüttenscheid, ne? Fahrradfahrer, Rollerfahrer, aber auch in Interaktion mit dem Smartphone-Menschen und natürlich auch alles, was man so als Beifang noch mitgenommen ja, hat. Ja, Architektur und eine einzelne Person hat mich sehr beeindruckt, ja. Muss ich gleich an die Nina denken. Ja. Stand vielleicht auch Pater dabei, aber das sind natürlich hohe Ziele. Ne? Ja, aber du warst, glaube ich, in unserer Gruppe. Ja, in meiner Gruppe warst du. Du hast ja gelebt, es ist machbar und wir haben ja dann auch diese Person, konnten wir dann auch erwischen. Ne? Ja, das war richtig großartig. Wo sind wir hier eigentlich? Wir sind im Ruhrgebiet oder in der Metropole Ruhr. Wir sind in Essen, das weiß ich alles noch. Aber wir sind hier in einem speziellen Stadtteil. Was hat dieser Kiez so auf sich? Also Rüttenscheid selber zeichnet sich dadurch aus, dass es eigentlich die Gastronomie-Partymeile, will ich jetzt mal sagen, von Essen ist. Also die Innenstadt selber ist relativ ruhig abends. Und hier konzentriert sich das gesamte Leben eigentlich, wo auch Leute selbst aus Düsseldorf herkommen zum Teil. Und hier ist sehr viel Fluktuation, sehr viel Veränderung, aber auch sehr viele junge Leute, die unterwegs sind. Wer lebt hier? Ja, es leben hier, würde ich sagen, auch intellektuelle Menschen. Hast ja auch heute gesehen, ne? Auch das ist uns direkt aufgefallen, dass wir hier viele Lastenräder haben. Ne? Also man kann sagen, auch Leute, die sich halt mit Umweltthemen beschäftigen, würde jetzt nicht sagen, gerade, ich sag mal, dass es halt so in den alternativen Bereich reingeht, aber Menschen halt, die sich wirklich Gedanken machen über Umwelt, aber die halt intellektuelle Vorbildung haben, würde ich sagen. Ne? Also das merkt man hier schon ganz deutlich. Einkaufsmöglichkeiten sind ja auch sehr vielfältig, ist mir so auf den ersten Blick aufgefallen. Also auch alles breit, also Einzelhandel, ja. Fachhandel ja. Und so weiter. Ja, wunderbar. Also das Ding, der Kiez hat hier irgendwie Atmosphäre. Ich komme bestimmt noch mal wieder. Der Rüttenscheider Markt, da warst du ja auch mit. Ja. Ist halt, also ich persönlich finde es was ganz Besonderes, weil die Stände ja doch sehr eng zusammenstehen, kleine Gässchen bilden und auch das Angebot eigentlich sehr vielfältig ist. Alleine das lohnt sich also hier auch schon, samstags einfach mal nach Rüttenscheid zu fahren, um einfach vielleicht auch Thema Markt dann auch wirklich so wahrzunehmen. Ne? Also ich finde es auch so, dass das fotografisch wird hier sehr viel geboten. Man hat viele Optionen. Also neben dieser Einkaufsstraße und dem Markt gibt es natürlich dann auch die Theater, die rundherum sind. Dann unten das große RWE-Haus, also viel moderne Architektur auch, gepaart mit den alten Museen. Also das ist sehr, sehr vielfältig und man hat viele Möglichkeiten, je nach Wetterlage zu entscheiden, was man hier macht. Aus meiner lange zurückliegenden Lehrzeit kann ich mich an Girardet erinnern. So haben wir es jedenfalls genannt. Kusch 1 und Kusch 2 ist, und was für mich
wie immer mit Essen verbunden. Gibt es den Verlag eigentlich noch oder was ist da heute drin? Boah, da bin ich jetzt. Nee, es ist ein, mittlerweile den Verlag gibt es noch, der ist aber umgezogen. Und in dem Haus selber sind heute sowohl Dienstleistungsbereiche, Arztpraxen, Physiotherapie, Reisebüro und so eine Sache. Also da hat auch Strukturwandel stattgefunden. Genau. Also man hat den Eindruck, dieser Stadtteil ist wirklich intakt und funktioniert. Ja. Seht ihr das auch so? Ja. Und es gibt auch explizit hierfür die IGR, heißen die, Interessengemeinschaft Rüttenscheid. Das ist eine Gruppe von Freiwilligen, sag ich mal, ein Club, wenn man so möchte, die sich um das Stadtbild Rüttenscheid kümmern, die Events anbieten, und so weiter und so fort. Also Leute, kommt nach Rüttenscheid. Ja, auf jeden Fall. Ich komme da auch. Das Ding hier heißt der Rüttenscheider Stern. Was hat das damit auf sich? Das ist der Verkehrspunkt eigentlich, wo die U-Bahn und die Straßenbahn nochmal zusammenkommen. Ja, ich habe gesehen, in der U-Bahn gibt es verschiedene Spurbreiten beispielsweise. Es gibt unterirdische Stadtbahnen, überirdische Stadtbahnen, die kreuzen sich. Das ist wohl die Ursache für die Namensgebung Rüttenscheider Stern. Und ergänzend würde ich sagen, und Uwe Rosig, der fängt hier jeden Fotografen ab, der sich über den Stern sagt. So haben wir uns kennengelernt. Vielleicht magst du es kurz erzählen. Ja, da komme ich gleich zu meiner nächsten Frage. Holger, wie bist du eigentlich, du bist später dazu gestoßen, habe ich gelernt, wie bist du eigentlich aufmerksam geworden? Also die Geschichte geht ein bisschen länger dann schon in der Zeit zurück. Tatsächlich ist es so, ich habe den Uwe mal hier kennengelernt. Ich war zum Fotografieren hier im Viertel unterwegs. Und der Uwe hat mich angesprochen, er hat gesehen, ich hatte eine Kamera in der Hand und zufälligerweise haben wir uns dann 14 Tage später wieder getroffen auf einem anderen Event in Münster. Und so kommt dann halt beim Networking eins zum anderen und irgendwann hat der Jörg mich auch kontaktiert. Da geht es aber auch noch um eine andere Geschichte und passend dazu das Ruhr-Kollektiv. Ja, und da kommt ein Baustein zum anderen. Und das war eine Also Leute, wenn ihr Interesse an Streetfotografie habt, auch wenn ihr nur mal reinschnuppern wollt, schaut auf der Webseite vom Ruhr-Kollektiv vorbei oder von anderen Kollektiven. Die bieten gelegentlich was an, was für jeden offen ist. Die sind zwar auf der einen Seite ein interner Club, der eigene Aktionen macht, aber die öffnen sich auch und tun was für unsere Community. Ja, auf jeden Fall. Deshalb heißt es ja auch Ruhrkollektiv. Das heißt, wir wollen uns zwar wirklich beschränken auf das Ruhrgebiet und es halt auch für Streetfotografen wirklich erkunden und auch attraktiv zu machen. Weil man muss nicht unbedingt immer, ich sag mal, in die Ferne schweifen nach Frankfurt, Köln, Nürnberg, sondern der Pott ist eigentlich gerade für Streetfotografen noch überhaupt noch nicht erkundet, kann man so sagen. Und von daher werden wir vom Kollektiv da auch Öffentlichkeitsarbeit betreiben und auch durch den Kanal von Holger natürlich, der dann auch, ich sag mal, auf YouTube dann darüber berichten wird. Ne? Ja, wunderbar. Wir haben ja jetzt hier eine kleine Pause gemacht, war Gelegenheit für ein wunderbares Interview. Hier ist eine Fahrradstraße, das ist wirklich toll, was drauf los. Da fahren auch jede Menge fette Motorräder und jede Menge geile Sportwagen. Also das ist schon eine Showmeile hier. Hier lohnt es sich zu sein. Wie geht's heute weiter? Ja, wir werden jetzt gleich nach dem Mittag aufbrechen Richtung Stadt. Wir werden also Richtung Bahnhof marschieren und werden uns da Hauptbahnhof und werden uns da aufteilen, einmal Richtung Bankenviertel, dann Richtung Bistum und dann treffen wir uns zum Abschluss unten am Limbecker Platz, wo auch noch wieder schöne Gebäude stehen, wo man halt auch vielleicht ein bisschen Cityscape machen kann. Das neue Watz-Gebäude, sehr interessant. Jetzt ist natürlich heute die Sonne nicht so da, weil gerade auch in dem Bereich hat man schöne Schattenspiele, die man in, ja, nutzen kann, wenn die Sonne da ist. Aber ich denke mal, werden wir das Beste ausmachen heute. Ja, also wir sind ja gestartet um 11 Uhr. Wann ist so der geplante Schluss? Ja, 17 Uhr. Und was kommt danach? Ja, wir haben danach noch angeboten, ein gemeinsames Abendessen und netterweise für uns alle überraschend, 7-8 Kollegen und Kolleginnen, Fotografen, die zusammen sind. Ja, wo wir den Abend dann gemütlich bei dem einen oder anderen Bierchen ausfinden. Da freue ich mich auch drauf. Ne? Ich bin ja heute mit dem Auto hier, weil ich irgendwie meine Kameras mitschleppen musste und nicht genau wusste, wann wir das am besten am Tag unterkriegen. Haben wir aber wunderbar hingekriegt. Ich fahre eigentlich lieber mit öffentlichen Verkehrsmitteln, aber manchmal muss man Kompromisse eingehen. Absolut. Ich war übrigens heute Morgen zufällig auch schon auf dem Markt. Das war wirklich ganz toll. Das war noch ganz früh. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Die Leute waren absolut kommunikativ. Ich habe fast keine Absagen bekommen für Streetporträts. Ich mache ja neben Street auch sehr gerne Streetporträts. Und da gab es jede Menge Zusagen. Leute, seid mutig, kommt hierher. Und euch danke ich für dieses kurze Interview. Wünsche noch weiterhin einen super Verlauf. Es war klasse bis jetzt. Und ich denke, das geht so weiter. Ja, gerne. Alles klar, sehr gerne. Super. Vielen Dank. Bis dann. Gut.